1167 Steine umfasst das neue Lego-Set mit der Nummer 10252, der VW-Käfer bzw. der VW-Beagle. Am Donnerstag, als das Set rauskam, ging das im Lego-Store weg wie warme Semmeln, zumindest in Hamburg war das so. Während man an der Pick-a-Prick-Wand seine Becherchen befüllte, hatte jeder zweite Kunde das Kultauto in seinen Händen und ein Strahlen in den Augen. Wie wir es schon vom T1 oder dem Mini Cooper kennen, hat Lego hier wieder ein sehr detailliertes Modell auf den Markt gebracht. Mit Accessoires wie Kühlbox mit Flaschen und Eiswürfeln, einer Picknickdecke oder dem definitiv nicht zu übersehenden Surfboard auf dem Dach kommen sofort Urlaubsgefühle beim Zusammenbauen auf und es ist stark davon auszugehen, dass das auch beim späteren Betrachten des Modells so sein wird. Im Kofferraum, der sich beim Käfer ja vorne befindet, ist sogar Platz für ein Ersatzrad. Das hat zwar nicht denselben Durchmesser wie die restlichen Räder, sieht aber trotzdem super aus. Im Fahrzeuginnenraum finden sich Lenkrad, Handbremse, Tacho sowie der Schaltknüppel. Hier hätte man ruhig noch Pedale andeuten können, so wie es zum Beispiel beim T1 der Fall ist. Die hinten platzierte Motorhaube lässt sich ebenfalls öffnen und gibt den Motor frei. Alles in allem ist das Modell wirklich super gelungen und seine 90 Euro durchaus wert. Die Raketenstation aus Lego City zum Beispiel hat gerade mal 586 Teile, also knapp die Hälfte, und kostet ebenfalls 90 Euro. Und das ohne Lizenzgebühren des Autoherstellers.